Was geht ab, Leute? Der Flut ist mal wieder am Start mit einem neuen Video. Und Leute, ihr seht es im Hintergrund, Season 9 ist am Start, Gunsmith ist am Start. Ihr seht es hier im Hintergrund, hier die ganzen Klassen, MP5, alte rote Tigerstreifen, richtig, richtig brutal einfach. Jetzt auf jeden Fall kann ich schon sagen, heftig, Alter, heftiges Update, hat das Game so geil frisch gemacht und Mighty ist am Start. Sollen wir zu dem einfach mal reingehen? Sonst ist es einfach wack fürs Video. Ach Mann, Mighty, du 31er. Ich möchte die Noobs mit meiner MP5 einfach so slayen, Alter. Die werden einfach so gesplashed, ne, von meiner MP5. Unfassbar. Auf jeden Fall, Leute, ihr seht hier die ganzen Klassen. 10 Klassen, Alter, so gestört hier. Ganz weirde RPD-Klasse. Es gibt jetzt einfach so die ganz normalen Waffen und dann eben diese Meisterkunst-Version. Und davor, ach Jungs, also so ein schlechtes Commentary, schon wieder mein Auge juckt. Oh lol, ja, das ist auch, das ist der größte Abfuck, ne? Wie sie jetzt alle durchdrehen, weil sie jetzt auf einmal Molotovs haben. So unfassbar nervig. Auf jeden Fall hatten wir davor ja die epischen und Legendary Waffen und die waren so, ja, so, Mashallah, Jungs, da sind wieder die Legs am Start, geil, Mann. Und davor war es einfach immer so, die waren einfach so ein bisschen so, Es war nicht pay to win. Also es war so ganz bisschen pay to win. Und jetzt ist es halt gar nicht mehr, weil die haben jetzt nicht mehr die Effekte da. Keine Ahnung, zum Beispiel, wie was, Assault Rifles haben doch einfach ein bisschen mehr Range gehabt, wenn die epic waren. Und das gibt es jetzt halt nicht mehr, diese Effekte. Ach, Digga, was für eine scheiß Lobby, Alter. Nee, hau rein, Mighty. Alter, war schön mit dir, Bro. Komm ran, Alter, 24-7 Shipment. Auch so eine insane Map. Richtige OG-Map, Alter. Kleinste CD-Map, die es jemals gab. Und auf jeden Fall, die Meisterkunst-Varianten haben jetzt eben so ein paar Aufsätze früher als die, ja, normalen Varianten. Aber ja, kann man das jetzt wirklich noch Pay-to-Win nennen? M16, wirklich, Alter, was man mit der Waffe jetzt auch anstellen kann. Richtig geil. Und bei der M16 musst du jetzt wirklich sagen, ey, die dürft ihr auf keinen Fall irgendwie mit mobilem Internet oder so spielen, wenn ihr schlechtes Netz habt. Man merkt hier so hart, wie die Connection einfach wirklich teilweise richtig am Abscheißen ist. Wenn man daheim easy mit WLAN spielt, alles easy, verteilt man schön die One-Bursts, alles gut. Aber ansonsten, Alter, es ist so ätzend einfach, weil die Hits einfach nicht ankommen oder verzögert ankommen und da einfach nicht richtig treffen. Und ansonsten, ja, wir haben jetzt hier die normale M16-Klasse und dann habe ich noch eben meine andere mit der Blutrache M16. Aim habe ich trotzdem nie. Scheiß mal auf M16, gib mal her die MP5. Und ihr wisst, Leute, der Flut der MP5 ist Liebe, aber ja, die OG MP5 ist einfach so unfassbar sexy. Guckt sie euch einfach an, mit den roten Tigerstreifen, einfach köstlich, Alter. Und die Map auch übel krank, wenn man sich hier wirklich ein Vitor gönnt. Einfach alles auseinander shuddert. Ah, ja. Erstmal rumstehen wie so ein Keck und seine Streaks aktivieren. Das ist ein Bot. Oh, lol, fast vom Bot geschaved worden, Alter. Geschaved. Ich krieg Flashbacks an eins meiner ersten Cops-Videos. Habe ich einfach gesagt, so, ja. Und, ich hoffe, dass wir die Runde gut shaven werden. Und heute gibt es für euch ein Critical Ops Live-Commentary. Ich hoffe mal, dass es hier eine coole Runde wird und dass wir echt gut shaven werden. Absolut cringe, Alter. Absolut todes cringe, Mann. Was war denn los mit mir, echt? Oh, ja, das ist halt geil, ne? Man spawnt halt auch in ihrem Arschloch einfach jedes Mal drin. Was mache ich denn hier? Aber Leute, wir brauchen die komplett geisteskranke, diese Klasse, Alter. Die wird jetzt noch optimiert. Ich versuche die so zu machen, dass die RPD so schnell wie möglich reinscoped und dann einfach richtig, richtig, wie so eine AR ist halt mit 100 Schuss. Habe ich so Bock drauf, wirklich. Aber ja, die haben sie gefühlt auch genervt, weil die scoped auch gefühlt wirklich abnormal langsam rein mittlerweile. Ihr seht, man muss die ganze Zeit, jedes Mal, wenn man... Oh, ja, geil. Und ich werde nur von dem Type-Spieler geholt, Alter. So ätzend, Mann. Hier hätten wir jetzt noch die M16-Meisterkunst-Version. Hier ist es so, dass ich einen Aufsatz habe, den ich eben für die normale M16 noch nicht habe. Das ist dann einfach der Vorteil von den Meisterkunst-Varianten. Und was ich auch übel schade finde, klar, die Epic-Waffen, die Meisterkunst-Version, die sind... Natürlich sind die oft richtig sexy, aber leider haben die kosmetischen Veränderungen von den Aufsätzen keine Auswirkung auf die. Und das finde ich ein bisschen sad. Also die anderen Waffen, die sehen dann so richtig crazy aus, sind einfach so übelst lang, haben so richtig langen Schlong. Digga, wer spielt denn diese Pump, Alter? Das machen auch nur Bots, wirklich. Und ja, da muss man halt ein bisschen die einbußen. Aber Leute, ich würde mal sagen, ne Standardklasse. Ja, hä? Da ist kein Schuss gerade angekommen. What the fuck? Ganz ehrlich, Alter, scheiß mal auf Meisterkunst-Version. Ich gönn mir einfach eine fucking MP5 mit Goldtarnung
Und da läuft es genauso, ey. So ins... Oh, wo ich mein, hier gespawntrapped wird, Junge. Ja, oh, die One-Bursts. Ja, nein, der Schwitzer, der überlebt. Wegen einem Schuss überlebt der Schwitzer. Absolut reingeschissen die Runde, aber ich glaube, Score war trotzdem okay. Wir hängen direkt noch eine dran. Jungs, welche gönnen wir uns? Also die hier finde ich richtig sexy. Winkel, die heftige Farbkombination, die Drachentarnung, alle übel sexy. Die ist richtig crank. Die hier finde ich heftig, die hier auch und, Alter, komm, wir sind einfach mal am Start mit der pinken. Die ist einfach insane, Jungs, einfach in fucking insane. Ihr wisst vielleicht, ist so ein bisschen mein Traum, mein Wunsch. Ich will richtig, richtig gut werden mit MP5 und will die auch wirklich zu meiner Main-Waffe machen. Aber das Ding ist halt, MP5 ist wirklich jetzt nicht so eine Noob-Waffe. Die muss man wirklich einfach so spielen können, weil die einen recht eigenartigen Recoil hat und auch mit Movement. Also, gerade MPs brauchen mehr Skill als ARs. Außer jetzt vielleicht so eine M16, die ich aber ja auch spiele wie ein junger Gott einfach, Kappa. Ich habe auch das Gefühl mit den Laser, dass man einfach so ein geisters... Oh, fuck man. Dass man einfach so ein gestörtes Hipfire hat. Jetzt noch die MP5 schön aufs Maximum-Level machen, dann den guten Charlie draufklatschen. Und dann, Alter, es ist so eine insane Waffe einfach. Digga, Mr. Gabriel, Mr. 8088X, bester Mann, Alter, absoluter OG Modern Combat 4 Legenden-YouTuber, also wirklich, die Modern Combat-Zeiten auf YouTube 2013, 2014, absolut insane, Alter, absolut insane. Gönnt euch auf jeden Fall seinen Twitch, ne, kann man auf jeden Fall vorbeigucken. Hat jetzt auch gemeint, er will ein bisschen aktiver werden, war jetzt eine Zeit lang auch PC-Spieler, also ist uns übelst in den Rücken gefallen, Kapi. Und jetzt ist er wieder am Start mit CD Mobile, richtig, richtig stabil einfach. Und die Con ist gerade wieder komisch. Ich krieg gerade wieder Flashbacks an mein M16 Ranked Video, wo einfach nichts connected ist. Na, ah, ein bisschen gechoked im Aim, aber allein schon der Gun-Sound ist einfach so satisfying. Komm, Digga, ein Kill, eins vor Vitol. Ach so, lol. Wahrscheinlich eins vor Vitol, Digga. Neun vor Vitol, aber komm, jetzt machen wir das Vitol hier fit. Er spawnt hinter mir. Oh mein Gott. Turn on auf den Bot. Man kennt's. Oh, komm. Gönn den Kill. Vier Stück, Jungs. Vier Stück. Der, die spawnt. Nein. Ah, mein Akku. Oh Gott. Nein. Bitte. Gönn das Vitol. Okay, wir haben das Vitol. Perfekt, Jungs. Perfekt. Und 7 Schuss, Alter. Den noch kurz natzen. 0 Schuss. Oh Gott, nein, bitte. Lass mich ganz. Gönn die Nuke. Ich glaube, das erste Mal, dass ich ein Vitol in einem Video spiele. Lel. Ja, oh, saftig. Nein, bitte geh weg von mir. Richtig frech, die Bots teilweise, Alter. Aber ich weiß nicht, wie lange die Runde noch geht. Es könnte ein bisschen eng werden. Und hier, also es gibt keine Map, wo ein Vitol heftiger reinschallert als einfach Shipment, ne? Ach, schade, Alter. Ich glaube, die Nuke war jetzt nicht mehr drin, ne? Ja, Leute, also das soll es dann gewesen sein mit dem Video. Action war auf jeden Fall genug da. Wie gesagt, ich finde die Season unfassbar stark. Man sagt es gefühlt jedes Mal, aber das ist wirklich die beste Season, die wir jemals hatten. Das Game macht unglaublich Spaß, unglaublich hoher Sucht- und Grindfaktor. Shipment, ja, ist eine lustige Map, aber kann man natürlich nicht so ernst nehmen. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal.